Willkommen zurück zu Outlast. Das letzte Mal habe ich mich verjagt. Aber so richtig. Und jetzt müssen wir diese scheiß zwei Ventile umlegen. Und werden währenddessen von einem fetten Etwas verfolgt. Ja, das beschreibt es am besten. Okay, GG. Ah, egal, ich trickse den jetzt irgendwie aus, indem ich an ihm vorbeirenne. Ich habe keine andere Wahl. Hallo, komm mal her, Fettsack. Hier, na du. Oh fuck, oh fuck, 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 fuck. Das war keine gute Idee, das war gar keine gute Idee. Oh yes, da hänge ich ihn ab. Denn in den Schränken ist seine Anzahl bedeutungslos. Aha. Abgehangen. Da geht er baden. Kommt der hier? Hallo? Kommt der hier durch? Oh. Shit. Ich würde das gerne speichern. Ich würde das jetzt sehr gerne speichern. Da würde ich mich unfassbar wohl damit fühlen, das jetzt zu speichern. Alter Schwede. Alter. Fuck, das krank. Okay. Eins habe ich umgelegt. Oh shit. Okay, 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 okay. Alles klar. Hier durch. Da durch. Oh shit. Links. Oh fuck. Oh Mist. Oh, da rum. Und jetzt links. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Nein. Oh shit. Oh. Ja, das sieht gut aus. Da war ich noch nicht, oder? Ich weiß es doch nicht. Sieht er mich hier? Sieht er mich hier? Sieht er mich hier? Sieht er mich hier? Nein, der sieht mich hier nicht. Der sieht mich hier nicht. Fuck, 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 fuck. Licht an, Licht an, Licht an, Licht an, Licht an. Ich sagte doch, ich trau dem Frieden noch nicht. Oh, alter Schwede. Ich will da nicht raus. Ich will da sowas von nicht raus. Mir geht sowas von die Muffe hier. Könnt ihr euch das gar nicht vorstellen. Fuck, oh scheiße. Oh, aua, oh, das war aber die, das war eine gute Linke. Gut abgehangen, Zero. Sehr gut. Gut ausgewichen. Sehr gut ausgewichen. Immer schön selber loben. Ich hoffe, das ist der Scheißweg zurück. Nein, das ist der Weg zu dem Bademeister. Shit. Das war gut. Oh, hier kommt er nicht hin. Oh, kurz Batterien aufladen. Kurz warten. Kurz warten. So, und jetzt. Jetzt muss ich warten, bis er wieder wegläuft. Dann kann ich das scheiß Wasser aktivieren. Yes! Oh yes! Oh, ich bin so verfickt gut! Ich bin ein eigener Gott! Ich hab Wasser geschaffen! Das war der Regentanz. Oh yes! Oh, ich bin so gut!
so unfassbar gut einfach. Ist hier irgendwo was noch? Wahrscheinlich nicht. Fuck. Hätte ich mich mal nicht selber gelobt. Kann ich in den Eimer reinkotzen? Mir ist gerade danach. Hallo. Na du. Oh, der ist ein bisschen kopflos. Was haben die nur mal damit, die Köpfe abzuschneiden? Oh, scheiß die Wand dann. Oh, fuck. Ich werde hier alt mit dem Spiel. Ich werde so richtig alt. Kann ich da runterspringen? Na, da will er dann nicht runterhüpfen. Natürlich nicht. Wo muss ich jetzt hin? Ich bin mir jetzt ein bisschen unsicher. Ah, ich glaube, ich laufe so richtig. Ich glaube, ich laufe richtig. Ich habe immer noch genug Zeit zum Aufnehmen. Der sieht ein bisschen tot aus. Exit. Ist das zu fassen? Trau dem Frieden noch nicht. Aber sowas von noch nicht. Noch Dokumente? Sehr gut. Sonderprojekt Bluebird. Allgemeines Problem. In den letzten Monaten hat Bluebird versucht, mithilfe von Forschung, Analyse, Bestimmung und Anwendung herauszufinden, welchen Wert, falls überhaupt, SI und hartstickigen Schlaffinduktion und Hypnose für Kriegsprobleme und spezielle Probleme der Agency haben. Können wir durch Post-H-Kontrolle eine Handlung steuern, die grundsätzlichen Moral und eine. Was? Die der grundsätzlichen Moral einer Person widerspricht? Können wir unter allen Umständen eine vollständige Amnesie garantieren? Können wir die Persönlichkeit einer Person verändern? Wie lange hält diese Veränderung an? Wie funktioniert eine Schlafinduktionsmaschine? Genau. Also im Prinzip, dass man Leuten Charaktererinnerungen und, Träume und Charakter und Erinnerungen einflößen kann und wiederum auch alte Erinnerungen und, im Prinzip alte Erinnerungen und den Charakter vergessen lassen kann. Quasi sich selber Menschen programmieren. So habe ich das jetzt verstanden, oder? Wieso finden wir jetzt noch Batterien? Wir sind kurz vorm Ausgang. Ey, ich habe ja so eine Ahnung, dass es noch weitergehen wird. Weil ich meine, bei anderen habe ich gesehen, dass das LP noch deutlich länger geht. Suche Vater Martin. Okay. Was ist daran jetzt so gefährlich, wenn wir draußen sind? Wir haben ja ein Auto. Auto an und weg? Wieso zur Hölle laufe ich jetzt im... Ich bin so hohl. Okay, die ist hoch genug, dass er nicht da hochkommt. Okay, lass ich durchgehen. Jetzt muss ich hier tatsächlich den... Was für ein Arschlochpriester ist das mal? Toll, jetzt muss ich den auch noch im Dunkeln finden, oder wie? Das ist jetzt aller Slender. Ich hätte diesen scheiß Namen nicht erwähnen dürfen. Fuck. Okay, eine Hütte. Schlüssel für den Wartungsschuppen aufgenommen. Das ist gut. Oh, ist beruhigt. Wir haben noch ein paar Minuten. Okay, kurz mal Tiefluft holen. Tiefluft holen, was trinken.
und weiter und weiter und weiter und weiter und weiter und weiter, weiter. Wir haben ein Ziel. Batterien nachfüllen. Wir haben ein Ziel. Den scheiß Wartungsschuppen. Das Spiel ist nur so gefährlich, wie ich es an mich ranlasse. Es kann mir keine Angst einjagen, wenn ich es nicht zulasse. Ich will vielleicht mal vor alles angeschaut haben. Alter Schwede. Das... Wie groß ist dieses Gebiet zur Hölle? Das bist doch du, oder? Yes. Wobei mich jetzt schon interessiert, was da oben war. Ich bin schon versucht, danach zu schauen. Ich bin zu neugierig. Oh, Neugier war irgendwie das Katze ist tot oder so, hieß es doch mal bei Choir 4. Egal, ich gucke jetzt nach. Dokumente. Geil. Gleich mal lesen. Nein. Und nein. Auf zu dem Scheißschuppen. Aber in der Diagonalen. So. Einfach quer ab durch die Hecke und so. Oh Mann. Oh nein. Nein, 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 nein. Oh, Hilfe. Oh, alter Schwede. Ich denke immer gleich kommt irgendwas und verjagt mich wieder. Oh. Dokumente. Ich kenne nicht einmal deinen Namen, aber ich sehe dich als einer von meinem Blut an. Mein Paul, hoffentlich hast du nichts dagegen und ich hoffe, dass du das nicht dem Selbstmitleid und der Angst verfällst, dass dein Leben größer sein könnte als alles andere. Wir alle müssen das ertragen und du hast es fast geschafft. Es gibt keinen anderen Weg in den Himmel als über das Kreuz und jeder braucht die Hilfe eines anderen. Um die Nägel einzuschlagen. Ich bin für dich da. Ich warte auf dich. Kranker Priester ist ein bisschen krank, wenn ich das so höre. Zur Hölle? Für so einen Wartungsschuppen ist das gerade verdammt verfickt groß. Und wisst ihr was? Nächste Folge. Das war's. Grüße von eurem Zero.